Wir haben heute allein Fördermittel ausgegeben für 11 neue Niederflurbusse. Wir werden mit neuer Übertragungstechnik in den Bussen aufwarten, sodass man sich auch gut verlassen kann. Ist der Anschluss an die Bahn gegeben. Da gab es ja den RB22 nach Lübben im Gespräch. Ist das jetzt noch? Jubiläum, 30 Jahre, die hiesige Verkehrsgesellschaft. Erstmal, wenn man zurückblickt, wie hat das sich entwickelt hier? Super hat sich das entwickelt. Ich konnte heute noch mal resümieren, dass aus der alten Kraftverkehrsstruktur des VEB Kraftverkehr hier in den Regionen, wir hatten ja für die damaligen Landkreise überall ein Verkehrsunternehmen, Volkseigenes, völlig neu strukturiert und vor 30 Jahren dann letztendlich überführt in neue Strukturen, im Laufe dann dieser Jahre auch an die Kreisgebietsreform entsprechend orientiert und so gesehen mit dem Versorgungsauftrag des öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Landkreis, im Norden, im dicht besiedelten Norden, genauso wie im Süden, wo die Ortschaften angeschlossen wären, meistens über den Schülerverkehr, aber wenigstens immer noch mit sozialen Kontakten diesbezüglich ermöglicht werden. Ja, und so gesehen eine doch sehr moderne Busflotte mittlerweile geworden ist mit gut motivierten Mitarbeitern. Und ja, und der heutige Tag ist aber auch Anlass genug, um diesbezüglich in die Zukunft zu schauen und alles noch ein bisschen schicker, noch ein bisschen aufgepeppter in der nächsten Zeit anzubieten. Wir haben heute allein Fördermittel ausgegeben für 11 neue Niederflurbusse. Wir werden mit neuer Übertragungstechnik in den Bussen aufwarten, sodass man sich auch gut verlassen kann. Ist der Anschluss an die Bahn gegeben. Wir haben ja mittlerweile 3 plus Buslinien, das heißt ganz verlässliche Buslinien, die im Stundentakt verkehren und einfach auch den Blick in den Fahrplan erübrigen, wenn man sich merkt, zu welcher Minute der Bus startet und entsprechende Anschlüsse zur Bahn hat. Also rundum bin ich dazu zufrieden. Sie haben das Thema Zukunft angesprochen. Nun reden wir auch immer von der großen Verkehrswende, wenn wir ganz groß denken. Ich glaube, die Förderbescheide sind jetzt nicht zweckgebunden dadurch, dass man irgendwie nochmal neue Antriebsformen wählen soll, oder? Naja, wir wollen auf alle Fälle uns und wollen und müssen uns orientieren, vor allen Dingen auf Wasserstoff. Und so gesehen ist der Markt natürlich momentan sehr eingegrenzt, aber wir werden uns dieser Technologie jetzt auch schon bei den Ausschreibungen hingeben. Sehen Sie da noch Hürden zurzeit, ja? Naja, nun muss die Wasserstofftechnologie erstmal doch wesentlich mehr an wissenschaftlichen Erfahrungen sammeln und letztendlich auch zu Investitionen vor Ort führen. Also Wasserstoff muss produziert werden, es muss genug Tankstellen geben, das Netz ist als solches noch gar nicht vorhanden. Also ich denke, da gibt es noch viel zu tun und da ist die Euphorie zumindest meinerseits etwas gebremst und trotzdem optimistisch. Wenn wir noch über Anschlüsse, gerade Plusbus und an Bahn reden, wie gut ist denn jetzt überhaupt der Landkreisname Spreewald auch Richtung Süden, Richtung, aber auch BER und Co. angebunden? Weil wir kennen ja auch die Diskussion, dass Zugverbindung zum Beispiel nicht so geil ist. Na, wir haben da eine völlig neue Konstellation vor uns. Mit dem nächsten ausgeschriebenen Fahrplankonstellation werden wir ganz andere Verbindungen haben aus dem Süden heraus zum BER. Und diesbezüglich wird sich da einiges tun, wird sich einiges noch bessern. Wir sind gegenwärtig dabei, Lücken über die Busse, über die Busanbindung auszugleichen. Aber ich möchte das gern wesentlich intensiver auf der Schiene realisieren. Da gab es ja den RB22 nach Lübben im Gespräch. Ist das jetzt noch? Der ist immer noch im Gespräch, wenn man auch seitens des zuständigen Ministeriums die Notwendigkeit nicht so sieht. Wir sehen sie, eine entsprechende Studie sieht sie auch. Auf alle Fälle ist es von der verkehrlichen Abwicklung ganz wichtig, bis nach Halbe zu verlängern. Technologisch gesehen geht es nur bis nach Lübben und dann soll das doch so passieren. Und ich hoffe, uns gelingt noch was. Steckt denn da immer so im Schuh, dass man da nicht irgendwie zusammenkommt? Nur weil das ganz viel Geld kostet. Es kostet viel Geld. Überlegen Sie, wenn auf einmal ein Zug von Potsdam nach Königs Wusterhausen weiterfährt bis nach Lübben, da hast du mindestens 1-2 neue Zugpaare zu kaufen. Und so ein Zugpaar, das kostet schon ganz paar Millionen. Und Personal brauchst du auch noch. Also da stecken meines Erachtens nach 3-4 zusätzliche Millionen Euro Aufwand dahinter.